Mashakasana ist die Stellung der Mücke, der Stechfliege. Letztlich eine andere Bezeichnung für eine Variation von Yoga Nidrasana. Rafaela zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken und dann gib die Arme, die Beine hinter die Schultern und kreuze die Füße hinter dem Kopf und dann falte die Hände hinter dem Rücken oder wenn es geht sogar hinter dem Gesäß. So bist du in Mashakasana. Wenn du könntest, könntest du sogar probieren, eher die Lendenwirbelsäule am Boden zu halten und die Hände hinter dem Gesäß zu kreuzen. Aber ob das mit dem Gleichgewicht wirklich funktioniert, ist noch eine andere Frage. Rafaela kann ja viele Variationen mit Füßen hinter dem Kopf, aber ich folge jetzt dem, was Garote sagt in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas. Und so die Füße hinter dem Kopf und dann schauen, dass du die Hände falten kannst hinter dem Gesäß. Aber im Grunde genommen ist es ähnlich wie Yoga Nidrasana. Diese Stellung wird übrigens in einer Variation der Hatha Yoga Pradipika beschrieben. Es gibt ja die Hatha Yoga Pradipika, den klassischen Text, eventuell aus dem 14., vielleicht auch erst aus dem 17. Jahrhundert. Und es gibt Ausgaben mit 4 Kapiteln und dann gibt es eine Ausgabe mit 10 Kapiteln. Und dort gibt es mehr über Asanas und dort wird auch Mashakasana beschrieben. Eine weitere Variation von Mashakasana ist, anstatt dass du die Hände kreuzt, gibst du einfach die Arme seitlich neben dir auf den Boden und in einem anderen Text wird das als Mashakasana bezeichnet.